Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Lego Harry Potter. Wow, haben wir jetzt ewig nicht gemacht. Ich wollte eine Sache noch, bevor wir anfangen, wieder die Extras anmachen. Schnell graben. Und lassen wir die mal weg, wir haben jetzt schon so viel Geld. Wir wollen uns nicht auf das Spiel cheaten, mehr oder weniger. Cheat sind sie ja nicht, weil... Ja... Du weißt, was ich meine. Der Mogel ist es ja nicht. Und die habt ihr schon beim letzten Mal gesehen. Aber ich schaue uns nochmal an. Karte des Rumtreibers. Hä? Show! Das ist... Oh Gott, wie hieß der? Peter Pettigrew. Peter Pettigrew. So. Ne, Pettigrew, nicht Cree. Stimmt, Pettigrew, das war das Hundefutter. Das Hundefutter. Also, das Level heißt, Unheil angerichtet. Oder, ja, damals als Harry noch seine, ja, wie soll ich sagen, als er damals seine, die Karte gekriegt hat von Fred und George, im Film zumindest war es so, haben sie gesagt, muss er sagen, damit man halt, damit die Karte gelöscht wird, Missetat begangen. Wer ja, aber im Film, im Buch ist Unheil angerichtet. Genau das, was er wiederum auch sagt, und zwar im, ich glaube, vierter Teil. So. Zack. Und wir müssen natürlich wieder unsere Geldgeilheit frönen. Das ist die Frage, wann wir endlich YouTube-Partner werden. Dann ja. Sind wir die wahren geldgeilen Typen auf diesem Planeten. Guck mal die Spinne da oben an. Typische YouTube-Partner werden, Leute. Jetzt guck mal die Spinne da oben an. Also. Zerstört und jetzt? Guck mal hin. Ja, die baut's wieder auf. Warte mal da hinten. Scheiß Hacker. Erstmal alles abchecken. Damit wir so viel vom Level mitnehmen wie möglich. Oho. Oho. Alter, guck mal, der schläft da. Was, wo? Da. Ja, jetzt auch mit neuer Aufnahmetechnik. Es kann sein, dass die Quali nicht, also Bildquali nicht ganz so gut ist. Ja, das war. Ja. Weil wir jetzt nur in HD aufnehmen und nicht in 1600 mal 900, wie es davor war. Weil wir jetzt nicht mehr Fraps benutzen. Deswegen kann die Quali ein bisschen schlechter sein, aber dafür läuft das Ganze noch einiges flüssiger. Und ja, wir gehen jetzt auch wieder ans Aufnehmen. Ja, zeitweise war bei mir das Headset kaputt, deswegen... Wir wollten eigentlich schon wesentlich früher wieder aufnehmen, aber dann... ...ging bei mir das Headset kaputt. Und, ja. Hatten der Angst? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Deswegen warte. Kann die Lampe irgendwie anmachen? Hier oben. Die da? Nee. Jetzt warte, bevor wir hier einfach durchrushen. Nochmal zurück. Denn? Und alles doppelt und dreifach abchecken. Ja, ja, wir haben es begriffen. Und Geldgeil kennt keine Grenzen. Hey, hey! Alter, wenn ich mal geldgeil sein kann, dann mache ich, bin ich es auch. Welch ein hübscher Pyjama, das habe ich bereits alles gefarmt. Okay. Was haben wir? 2 von 3 waren's, ne? Ja, ne, 2 von 5. Von der Ritterrüstung, meinst du? Ja, ich habe keine Ahnung, was es war. Radio! Wenn ich so ein Porträt wäre, ich würde ja so ein Raster kriegen und würde die so zu sauer machen. Hm. Okay. Lalalalalalala. Nee, warte. Erstmal. Alles einsammeln. So, wie es 4 von 5 haben wir inzwischen. Hm. Achso, in dem Level gibt's kein Splitscreen, alles klar. Schade. Okay, jetzt brauchen wir noch für nachher. Ah, okay, ich bin nicht Hermine, du bist auch nicht Hermine. Ich würde sagen, hier bräuchten wir Hermine Gringer. Komm mal. Gringer meine ich. Da durch. Ah, durchdrehen! Ah. Warte. So, ich mach mal kurz den Immobil los. Let's go. So, wir haben ein Stück freigeschalten. Von den, Hammer! Hammer Time! Oh, scheiße. Wo ist er hin? Da. Auf Kopf. Bam! Auf Kopf von Pflanze. Ich schätze mal, den können wir aber nicht machen, den Trank, weil er das von
Hermine fehlt. Ja. Schätze ich jetzt einfach mal. Das kann nur ich machen, oder? Nee, ridiculous, genau. Und verkackt, was jetzt noch? Oh. Ach, jetzt muss ich glaube ich. Nee, doch nicht. Hä? Bam, auf! Ich dachte, eigentlich müsste noch einen Fluch machen. So, das wird schätzungsweise der Kessel. Ja, wird auch. Also, der sich dann in einen richtigen Kessel verwandelt. Ja, das Skelettarm fehlt halt. Glaube ich. Ja, ich glaube, du bist ganz richtig. Das haben wir. Und das ist dann höchstwahrscheinlich hier drin. Okay. Dementsprechend. Da brauchen wir trotzdem, was das für ein Trank dann werden soll. Stärke dran, glaube ich. Kann mir aber nicht vorstellen, wofür dann. Also grün Geld. Zuerst. Geld da! Ah! Will ich das noch? Na. Habe ich bereits gemacht. Okay. So. Grün. Rot und blau. Nein. Zwei auf einmal, das ist irgendwie dämlich. Viel zu schnell. Aha, Skelett aus. Lass mir tanzen, komm schon. Naja, tanzen. Mehr oder weniger. So, zu dem, wir können den Trank nicht machen. Jetzt probieren wir ihn auch gleich mal kurz, wie er geschmeckt. Wow, aber Engerle stark, würde ich meinen. Glück. Ah ja, es ist gut, endlich mal wieder aufzunehmen. Es ist viel zu lange her. Viel zu lange. Und wir sind immer noch auf der Jagd nach Peter Pettigrew. Pettigrew. Und ich sag euch nichts, weil ihr. Naja, ihr kennt die Story ganz bestimmt. Ah, du musst dich um den Irrwicht kümmern. Irrwicht? Ah. Das ist einfach mit B zu machen, ist viel einfacher, wie wenn man es. Keine Ahnung. Mit die ganze Zeit mit X anvisieren macht. Jo. Wow, ja, das ist deine Aufgabe jetzt. Na, was gibt's so Neues? What's up, Bitch? Warte mal, hier ist doch bestimmt irgendwie. Achso, da kommen wir her. Hä? Ah, okay, das waren einfach nur Spinnen. Okay, verstehe. Spinnenweben im Weg. Oh! Da gab's früher mal ein Lied, dass ich Wir müssen wieder einen Zaubertrank machen. Ich weiß gar nicht, was war das für ein Zaubertrank? Ich hab keine Ahnung. Also den Kessel habe ich schon mal frei. Ich will das heben. So. So, erstmal gucken, schnell graben. So, komm. Einmal. Und das ganze Geld natürlich nicht vergessen. Zack, Rainer. Na? Komm schon. Das sind die schlimmsten Schüler überhaupt. Das zerstören einfach mal alles. Ah ja, jetzt übrigens, wie wir es jetzt geplant haben, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Da wir merken, dass wir schon relativ im Verzug sind, auch mit anderen Projekten, werden wir jetzt erstmal die Story durchspielen, jetzt bei Lego Herr der Ringe und bei Lego Harry Potter. Einfach aus dem Prinzip, dass du hast mich eingesperrt. Nein! Wieso? Ah, Mann! Dann mach. Ich mach ja schön. Fuck you! Nein! Wahrscheinlich. Oh, scheiße, ich komm da nicht mit. Ah, die Split Screen. Ist das dämlich? Was ist für eine Katze, bitteschön? Mrs. Norris heißt sie doch, glaube ich. Ist es ernsthaft Mrs. Norris? Ja, ja, natürlich ist es Mrs. Norris. Ja, jetzt brauchst du mich! Also, du beeilst dich. Ist das die Küche oder irgendwie sowas? Wahrscheinlich Speisekammer. Jetzt, wenn der vor die ganze Zeit vor dem Dinger steht. Du hast verschissen. Ja, versuch dich irgendwie dran vorbeizumogeln. Wow, nice! Hast noch was gefunden, ne? Ja, jetzt. Mann, ey! Kann ich irgendwie, warte? Aufsteigen. Kurz drücken, ja. Vielleicht befreit sich der Computer. Und jetzt wieder rein. Da bin ich.
Okay. Jetzt müssen wir Norris kurz abknallen. Scheiße, ich glaube, das musst du machen. Ja, komm raus da. Oder versuch einfach mal rauszulaufen. Okay. Da! Los, knall ihn ab! Ihn kann ich nicht. Ich muss an die Katze, glaube ich. Ja. Lauf. Okay. Lauf, wir haben es, glaube ich, ein bisschen gebuggt, das Spiel gerade. Bisschen ist ja... Uah, ist ja gut. Das schaffen wir irgendwie immer. Das sieht aus wie Quecksilber. Hast recht. Was übrigens nicht gut ist. Oh, ich brauche gar keine Unsichtbarkeit. Ist doch egal. Scheiß Katze. So. Oh, ist das dämlich. Los, komm mal runter. So. Warte. Spinnennetz bin ich eigentlich nach der Meinung. Ja klar, es gibt ja immer schön Geld. Ey, alles was Geld gibt, ist geil. Okay, jetzt können wir hier rein. Hm. So, wo sind wir jetzt? Ich verdiene es ja schließlich nur. Herzlich, wo sind wir? Das ist, wie heißt's? Das ist vom, das ist einfach nur ein Gang mit Bildern und... Ja, yes, es war ein Zauberer. Das ist nämlich eigentlich eher... Also Verbotenabteilung ist es 100% nicht. Hier sind ja keine Bücher an der Wand. Snake! Ja, dann mach's doch. Warte dran. Nein, das andere ist. Ja, ich weiß. Fehlt nur noch der Sound. Ist hier irgendwas? Nein. Apparently not. Ach, wir brauchen einen Slytherin-Schüler, oder was? Yep. Um dann das Hauswappen zu bekommen. Höchstwahrscheinlich. Oh, ich kann das Geräusch nicht nachmachen, wenn die den entdecken. Wen? Snake. Das ist, glaube ich, keiner von uns, aber... Das ist eigentlich unmöglich. Naja. Wenn ihr nicht blickt, von was wir jetzt anspielen, Metal Gear Solid. Ah! Nein. Ich wusste schon, ich bin musikalisch begabt. Ey, das Ding spielt ja weiter. Auch ohne mich. Ja, das muss ein Typen da ein. Ein Stefan, ich weiß. Ja, da will ich den Schlüssel bekommen. So. Haben wir irgendwas noch? Hm. Nö. Da, 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 bam. Hm, weg ist er. Deswegen geht's bei Lingua Hero Ring ist irgendwie so, dass wir nicht so geil dazwischen reden können, weil die anderen halt da ja Sprachausgabe haben. Voll der Asi, ey. so ein Arschloch, so, ich bin nicht geil. Oh, ist das episch. Geblendet von seiner Arroganz. 1000 Frames ist das herrlich, ey. Wahrer Zauberer. Sturz insgesamt. Und goldene Steine. Und Geschichte fortsetzen. La la, la da da da. Und eine scheiß Wespe ist gerade im Zimmer. Sicher, dass es keine Ospe ist? Eine Ospe, ja. Oder eine Süßbe, oder? Nospe. Nospe, Süßbe. Yay, wir sind wieder im Gemeinschaftsraum. Wir dürften jetzt so, keine Ahnung, gut 15 Minuten drauf haben. Das heißt, wir machen hier einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Und aufs Maul, Mann! Ist das dämlich? Okay, bis dann. Ciao, Leute. Leck mich. Du willst dich nicht willst dich nicht... Ich hab grad dich gemeint und nicht unsere Zuschauer. Nein, aber du Zuschauern dich... sage ich... Auf Wiederschauen und reingehauen. Ein tolles Game One Ende.